Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal. Sofort und Panda. Hallo, ja, ich bin auch mit am Start. Und wir gucken uns mal wieder ein Gameplay-Video von Herrn Sofort an. Und schauen mal, von was dir eigentlich nicht? Ich glaube, das interessiert niemanden, wie sich jemand bis ins Finale kämpft. Nein. Nein. Wobei, es gab ja schon Leute, die in dem Twitch-Stream gesagt haben, ich müsste dann mal ein How to Camp ins Final Tutorial machen. Weil man mag es kaum glauben, aber es gelingt mir in der Regel fast immer, wenn... Was ist mit meinem Tiger los? Ich trinke gerade was. Ja, dann kann ich die Kamera natürlich nicht mehr richtig tracken und dann sieht das so aus. So. Geil. Ja. Leute, manchmal sind da Pausen drin, ne? Da bin ich einfach nur stehen geblieben. Das war, weil ich was gegessen habe nebenbei. Sag mal, wenn er mal wieder mein Gesicht findet. Ja, gleich. Bis jetzt nicht. Jetzt. Hallo? Okay. So. Da die P90 für den Revolver liegen lassen, ehrlich? Klar. Warum? Revolver geil. Revolver nicht so geil wie P90. Ja, aber auf Distanz, du triffst nichts mit P90. Aber mit Rifle. Na, aber mit Revolver, du triffst besser. Nein. Du machst mehr Schaden. Nein. Du machst genauso. Auf Distanz? Nein. Nein? Nein. Nein? Nein. Nein? Nein. Nein? Okay. Wenn du das sagst. So, da war einer drin im Haus. Hab ich auch gesehen. So, da rennt er. Da rannte er. Also, der stand dann eher. Also gerade in dem Moment, wo er den ersten Hit abbekommen hat, ist er erstmal stehen geblieben. So, oh komm, ich bin angeschossen, ich bleib erstmal stehen. Geil. Das sind die Besten. Dude. Der aus, dude. Also ein Klaus Eisler. Döder als Dude. Das ist ein Dude. So, pass auf, Leute, jetzt verrate ich euch mal ganz kurz einen Trick. Wenn die Zombies nicht, also euch nicht hinterher rennen, aber wem anderes. Also, die Zombies können nie. Wie soll ich das erklären? Aber, okay, pass auf. Sie bleiben immer stehen, wenn kein Spieler in der Nähe ist. Zombies bleiben dann immer stehen. Echt? Aber wenn jemand in der Nähe ist, dann rennen sie demjenigen hinterher. Und wenn du das nicht bist, dann ist es jemand anderes. So kannst du quasi erkennen, ob da jemand ist oder nicht. Ach ja. Kannst du ja gleich wieder nicht den Trick. Ja, dann hast du vielleicht das letzte Video nicht angeguckt. Da habe ich es nämlich selber gesagt. Ja? Ja. Da habe ich es gesagt. So kennt sich der Herr sofort aus mit den Videos, die ich so mache. Ja. Ich gucke jeden Tag dein Daily Shop Zeug. Daily Shop Zeug. Wer hat denn gesagt, dass ich das machen soll? Das Daily Shop Zeug. Ich nicht. So. Jetzt bewegt sich meine Lippen nicht. Was ist denn los mit dem Ding? Haha. Warum? Haha. Haha. Ha. So. Weiter geht's. Herrn Panda. Hallo, schade. Sag mal, wenn er wieder in meinem Gesicht hat. Nee, sag ich nicht, weil ich nehme mich jetzt wieder auf. Was ist gerade passiert? Okay. Ach. So. Let's go. Ah, nein! Ich bin Panda! Hallo. Naja, weil du die ganze Zeit da so einen Quatsch vor der Kamera machst. So, da kann ich jetzt, glaube ich, wieder mit rein. Ja? Und jetzt lehn dich doch mal entspannt zurück und häng dich nicht so vor die Kamera. Oh mein Gott. Ich bin zurückgelehnt. So. Da wieder
die Landebahn hier. Landebahn. Aber jetzt hier ohne den Drachen. Hallo. Warum hast du eigentlich hier mit dem Account gespielt? Warum hast du dem Account gespielt? Ja. Keine Ahnung. Okay. Oder? Was denn? Nee, ich sehe ihn jetzt immer noch nicht. Oh, da. Das ist was. Nee, das ist was macht er denn mit dem armen Baum? Mein Freund, der Baum. Wieso wollte denn jetzt den Baum weghauen? Keine Ahnung. Zombies hassen Bäume. Neue Erkenntnis. Die Zombies eigentlich auch im Background? Ob es die Zombies im Background gibt? Nein, glaub nicht. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Also nur in den normalen Spielen irgendwie. Cube Monsters. Drei Kills bis jetzt, 31 Leute noch am Leben. Vielleicht seien sie mal nicht so ungeduldig. Na gleich, seien sie nicht. Ich bin doch nicht ungeduldig. Du bist total ungeduldig. Du hast gar nicht, wie ich eigentlich jetzt drauf kommen gerade. What? Auf die Melodie. Leute, der Bunnyhop wurde gefixt und jetzt bleibt man einfach bei jedem Sprung, den man mit dem Geistermodus macht, stecken. Das ist wieder super programmiert, Epic Games. Ja. Großes Props. Ein bisschen ärgerlich, also da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil wir hatten das sehr früh, hatten wir diesen Trick herausgefunden. Sehr früh. Und da habe ich noch gesagt, komm, lass uns ein Video drüber machen. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir doch nicht, damit Epic das eben nicht fixt, unter Umständen, je nachdem. Derjenige, der es gemacht hat, wie viele Klicks hat er bekommen? Jetzt inzwischen glaube ich 200.000 oder so. 200.000 Klicks auf dem Bunny Hop. Ja, und inzwischen ist das Ding auch gefixt, also. Ja! Juhu! So, jetzt hinter das Haus. Eieiei. Au. Ei. Das war der Zombie. Mhm. Das nervt auch. Bam. Woher ich immer weiß, wo die Gegner sind? Keine Ahnung. Ich weiß einfach. Ich gleich nicht. Gleich würde in diesem Gebäude stehen, würde sich denken, wo ist der? Ja, ich. Gut, ich sag mal so, wenn es nur einer ist, dann weiß ich es eigentlich in der Regel immer. Aber wenn. Du gerade, wo der ist? Ja. Ja? Ja, in der Situation wusste ich es. Oh, okay. Aber wenn du dann noch da im Gebäude mit rumrennst und eventuell noch ein anderer, also zwei,
zwei Gegner und du, dann habe ich überhaupt keinen Plan mehr. Wer, wo, wie, was, das ist mir dann zu viel. Da kapiere ich gar nichts mehr. Dann höre ich überall nur noch Schritte und dann ist er ist gleich wieder total überfordert. Und so wie immer, Leute, wenn ihr gleich einen Nahkampf habt, das bringt nichts. Das stimmt nicht. Ich habe auch schon Leute gekillt. Das bringt fast gar nichts. Das stimmt so nicht. Ich verwirre die ja auch teilweise. So, so einer, der schießt, der gibt dem Gegner jeweils 30 Schaden und dann den Rest. Du darfst eins nicht vergessen. In der Zeit, wo sie dann mit mir beschäftigt sind oder damit beschäftigt sind, mir hinterher zu rennen, weil ich meistens dann irgendwo wild um mich baue und keine Ahnung. Und dann, ich denke mal, einige werde ich tierisch abgefuckt haben, schon in der Vergangenheit. Und ja, dann kannst du die schön angreifen. Heutzutage ja nicht mehr, weil, glaube ich, macht keinen Kills mehr. Ey, das verstehe ich auch nicht. Ja, wie soll ich denn noch Kills machen, wenn du so alle schon killst? Nein, der war direkt drauf, hast du es nicht gesehen? Ich habe, keine Ahnung, 5 Schüsse oder so daneben und dann habe ich genau auf den Typen drauf war. Das geht mir ständig so. Das ist so schwachsinnig, dieses Schusssystem. So. Da bauen die doch mega schwachsinnig. Yay! Da gibt's ja jetzt diese Radarfallen-Herausforderung. Ja, musst du durch Radarfallen mit einer bestimmten Geschwindigkeit durchfahren. Natürlich schon assi, ne? Ach so. Wenn da einer im Border ist und kämpft dann gerade noch mit Zombies, denen dann auch noch eine reinzuballern. Aber ich find's geil! Drei, zwei, eins und... Ich wollte kurz testen, wie viel Damage der Sonne macht. Ah, zwei, und dann habe ich gesehen, oh Scheiße, da kann ich nicht reingehen. So. Bam, bam. Hey, gleich hast du deine 200 voll für den Cube Monster. Ist euch eigentlich schon aufgefallen? Also wenn ich das jetzt gerade sehe mit den 200 bei den Cube Monsters, ne? Ich mache ja so wie viele andere auch gerne die Herausforderungen in 50-50. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass das mit den Wasserspeiern aktuell in 50-50 nicht funktioniert? Also bei mir das letzte Mal extra 50-50 Wasserspeier ging. Ich hab vor denen getanzt wie ein Bekloppter. Und die Wasserspeier haben sich gedacht, was will denn der Depp da? Interessiert mich nicht, ich gebe dem keinen Punkt. Was heißt Depp? Der Panda. Ja, das war. Die, vor allem die anderen, die das gesehen haben, die werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben, so, hey, guck mal, 50-50 ausnutzen für die Challenge, klappt nicht. Ja, der gleiche will auch nicht, das ist so in die... Und ist euch eigentlich aufgefallen, also nur mal so, weil ich irgendwie, wenn ich mit dem Herrn sofort spiele, schaffe ich es irgendwie nicht mal, mit einem scheiß Jagdgewehr irgendwann mal diese Schaden zu bekommen. Das ist schon längst fertig. Ja, gut. Ich finde auch in diesem 50-50 kein Jagdgewehr mehr. Ehrlich, ich hab schon komplett. Das musst du in normalen Matches machen, das ist voll einfach. Ja, sehr schön für dich. Das ist mega. Erstens finde ich fast nie ein Jagdgewehr, sehr selten. Und wenn ich mal eins finde, sind wir entweder vorher tot. Oder. Ja, also irgendwie. Oder meine Maus ist nicht mehr da. Der Bildschirm ist nicht mehr da. Kann ich mal die Story erzählen vom Finale? Oh mein Gott, was war ich? Da war ich total.
total geraged, ehrlich war. Es gibt für mich eine einzige Sache, die ich mir in diesem Spiel mal wünsche. Dass ich tatsächlich, es gibt ja solche Szenen, wo einer im Finale gewinnt und weiß noch nicht mal warum, weil der andere immer runtergefallen ist oder so. Keine Ahnung. Also so ein Finale würde ich mir mal wünschen, dass ich einfach mal einen Gegner habe, der einfach nur schlecht ist. Also noch schlechter als ich. Geht das überhaupt? Ja, das gibt's. Und das hatte ich ja in diesem einen Finale gehabt, das hattest du ja gesehen. Gegner, der noch schlechter ist als ich und ich kann das gewinnen. Ja, und dann habe ich mal einen Fehler, war der Herr sofort bereits tot, dann habe ich mich bis ins Finale gekämmt, dann hatte ich zwei Leute gehabt. Doch, ist so, dann habe ich bis ins Finale gekämpft. So, dann hatte ich zwei Gegner nur noch gehabt, in Anführungszeichen, und normalerweise heißt das für mich, ich bin tot. Aber ohne Scheiß, die waren wirklich schlecht. Die waren viel schlechter als ich und ich hätte die beiden tatsächlich auseinandernehmen können. Das hat wirklich, also die haben nichts gegen mich ausrichten können. Und dann plötzlich war meine Maus weg, meine Tastatur weg und dann sollte ich mich wieder einloggen, dann war ich tot. Das kann nicht wahr sein. Und die haben einen No-Skin-Tanz vor mir gemacht. Und das ist die größte Demütigung. Also das war das Schlimmste für mich überhaupt. Also irgendwie hat Wackelkontakt, keine Ahnung, was da gelaufen ist an dem Tag. Da war mir mehrfach das Ding weggeflogen. Dann kommst du ins Finale, kannst das Ding holen und dann passiert dir das und dann tanzen die den No-Skin-Tanz. Ich bin schier ausgerastet. No-Skin-Tanz ist so das Schlimmste eigentlich. Da weißt du, wenn das jemand macht, den No-Skin-Tanz, dann weißt du, das ist so ein richtiger Noob. Die waren ja auch nicht. Das habe ich ja vorher schon gewusst, bevor die den Tanz gemacht haben. Ich habe mich so gefreut vorher. So, wow, geil, die können ja gar nichts. Und dann plötzlich war alles weg. Und dann konnten sie natürlich einen töten, weil man wahrscheinlich stand ich dann nur noch und habe gar nichts mehr gemacht. Das vermute ich jetzt einfach mal. Juhu. Da war Rage Mode an. Bei Herrn Deich. Nicer Kill! Dankeschön, Herr Gleich. Würde ich mir von dir auch mal wünschen. Komm. Gibt immer mal Situationen, wo ich dann auch die Leute noch kill, die dich fertig gemacht haben, die ich dann noch rette oder so. Das haben wir auch schon oft genug gehabt. Also so ist es ja nicht. Ja. Sehr selten. Wo dann? Du bist ständig hinten dran. So. Oh mein Gott. Wie findet ihr die neue Bazooka? Die ist mega geil. Bam! Den Dusk eliminiert. Das ist eigentlich cool an den Halloween Update. Ja, Mann! So, jetzt so genau so. Der No-Skin-Tanz! Make it! Baby, make it, make it, make it. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dahin, haut noch rein und... Tschüss! Tschüss!